Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich dir. Und zwar, mein großes Kind ist krank, ja. Das heißt, das, was gerade so rumgeht, Magen-Darm, und er hat sich die Nacht so derart ausgekotzt, das habe ich noch nie erlebt und ich möchte es auch nie wieder erleben. Der Eimer war so schnell voll, ich konnte es kaum wechseln, ich kam kaum hinterher. Jetzt müsst ihr dich vielleicht fragen, boah, das will ich gar nicht wissen, warum erzählt die mir das? Weil ich mir so überlegt habe, wann hast du dich in deinem Business denn das letzte Mal so richtig ausgekotzt? Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, ab und zu sich von schlecht machenden Dingen, von Dingen, die dir Übelkeit versorgen, verursachen, ja, richtig getrennt, ja. Und ich habe das, wie gesagt, gestern bei meinem Sohn erlebt, das kam schwallartig alles raus. Wie gesagt, nicht appetitlich, aber vom Ansatz her ziemlich gut, ne? Viele machen das ja so, wenn irgendwas nicht so richtig läuft, die versuchen sich so stückchenweise von Dingen zu trennen, wo man dann irgendwann schweren Herzens eingesehen hat, dass es nicht funktioniert, ja? Aber manchmal ist es doch recht hilfreich, einen klaren Cut zu machen und zu sagen, okay, Schluss. Der Weg, den ich bisher gegangen bin, ist der falsche. Es funktioniert, ich kriege nicht genug Kunden, ich erreiche nicht genug Aufmerksamkeit. Vielleicht sind meine Kunden nicht zufrieden genug mit mir, oder wenn sie es sind, könnten sie noch bessere Ergebnisse erreichen oder egal was, ja. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht dort ein bisschen was anderes und da ein bisschen was anderes, sondern Cut, auskotzen, schwallartig und von vorne anfangen, ja. Und dann aber, und das ist das Entscheidende, mit voller Leidenschaft, mit voller Kraft, ja, mit voller Energie vorausgehen und sagen, und jetzt geht's los und jetzt mache ich was anderes. Und jetzt baue ich mein Marketing anders auf, ich werde jetzt gefunden, meine Kunden werden sich verändern, weil die auf einmal von mir ganz anders angetan sind, ja. Ich gehe voran, ich investiere in mich, ich investiere in mein Business, in meine Zukunft. Und wenn du so eine Entscheidung getroffen hast einmal, guten Morgen, Jacqueline, das ist wahnsinnig kraftvoll, ja. Wichtig ist aber, und das ist so ein bisschen, guten Morgen, Stella, das ist so ein bisschen wie Pflaster abreißen, ja. Auch das ist, also wenn wir heute schon mal bei Krankheiten sind, ne? Pflaster abreißen, ja. Du kannst es ganz langsam machen und es tut tierisch weh. Oder du machst es halt mit einem Ruck und darunter ist alles verheilt. Hofft man jedenfalls, ne? Und letztendlich ist es im Business genauso. Triff eine Entscheidung und dann go for it. Es gibt nichts Schlimmeres, ja. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als so ein Hin- und Herschwanken, wie so ein Fähnchen im Wind. Heute bin ich mutig, heute sage ich ja. Und morgen kriege ich auf einmal wieder ganz große Angst und renne zurück. Fünf, also das ist immer 2 Schritte nach vorn, 3 zurück, ja. Die Bewegung ist dann insgesamt rückwärts. Okay? Und ich verstehe Ängste, ich verstehe Sorgen, das ist total normal, ja. Also damit bist du nicht alleine, wenn es bei dir eventuell gerade so ist. Ja, gerade wenn es um Investitionen geht, ist es ein ganz großes Thema. Ja, man fragt sich immer, ist das richtig? Darf ich das machen? Soll ich das machen? Kann ich das machen? Darf ich mir das erlauben? Ja. Aber die Frage ist immer, was passiert, wenn du es nicht tust? Wenn du es nicht tust, ich garantiere dir, es bleibt alles so, wie es ist. Das kann in Ordnung sein, wenn du zufrieden bist, so wie es ist. Das kann aber halt auch in die Hose gehen, wenn du für dich feststellst, ja, eigentlich wollte ich mich ja weiterentwickeln, ne? So, das heißt, wenn wir jetzt beim Thema Investition bleiben, was passiert, wenn du eine Fehlentscheidung triffst? Ja? Egal wie viel Geld das ist. Geld ist ersetzbar. Geld fließt, Geld ist Energie. Okay, aber du wirst immer Erfahrungen sammeln, du wirst immer Wissen sammeln, du wirst dich immer nach vorne bewegen. Also egal für welche, also immer dann, danke Stella, immer dann, wenn du eine Entscheidung für dich triffst, in dich zu investieren, in dein Business, in dein Wissen, in dein Können, ja, das ist ja nicht bloß Geld, das ist Energie, das ist Zeit, das ist Kraft, da kommt ganz viel zusammen. Immer dann, wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du sagst, okay, ich bin es wert, was zu verändern, ich bin es wert, nach vorne zu gehen, ich bin es wert, dass aus meinem Business was richtig Großes und Geiles wird, ja, immer dann wird sich bei dir was bewegen. Dann wird es nach vorne gehen. Weil nochmal, was passiert im Worst Case? Im Worst Case hast du jede Menge Erfahrung gesammelt und dein Business hat sich nur ein kleines Stück bewegt. Ja? Aber die, die wirklich zu ihren Entscheidungen stehen, die wirklich sagen, und ich gehe, und ich habe schon mit genug Müttern zusammengearbeitet, ich weiß, wie es ist, die, die ihren Einsatz 100% machen,
Geld, nicht bloß Geld, ne, sondern vor allem Wille und Kraft und Energie, die erreichen immer etwas. Die erreichen immer eine positive Veränderung, ja. Man darf sich nur nicht aufhalten lassen. Trenn dich von dem ganzen alten Scheiß. Lass es los. Alle Bewertungen, die du mitbekommen hast, alle Vorurteile, die du vielleicht eingesammelt hast von Freunden, von Familie, lass sie los und entscheide, was für dich wichtig und richtig ist. Und go for it. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist das Entscheidende, dass du an dich glaubst, ja? Hallo Pia, dass du an dich glaubst, an das, und dass du für dich sagst, das ist ein Thema, was mich bewegt, das will ich verfolgen. Ich kann damit Menschen helfen, ich bewege was bei Menschen. Dann mach es. Fang endlich an. Worauf willst du warten, ja? Worauf willst du warten? Es wird nicht besser, es wird nicht schlechter, wenn du nichts machst, okay? Dann wirst du immer im Status quo bleiben. Es wird sich aber nichts nach oben bewegen. Guten Morgen, Lisa. Ja, das heißt, es ist so elementar wichtig. Hallo, Kolm. Danke. Das sind noch meine Osternägel. Das ist immer mein Tussi-Tag, wenn ich die machen lasse. Ja, brauche ich auch ab und zu. Da investiere ich in mich. In mich und meine geistige Gesundheit, weil man mal so richtig abschalten kann. Ja, du siehst, es ist total wichtig, in jedem Lebensbereich zu investieren. Ja, in dich persönlich. Deswegen gehe ich auch regelmäßig zum Friseur. Heute bin ich zwar so lustig angezogen, aber bei mir ist noch so kalt, obwohl die Sonne scheint. Ja, oder eben, das ist für mich immer so wichtig. ich habe immer Powercoin, nicht nur Montag. Auch Freitag 19 Uhr. Aber danke. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, es ist wichtig, dass du an dir arbeitest und an deinem Business arbeitest, weil du musst letztendlich deine Träume verwirklichen. Weil die Frage ist immer, wenn du jetzt noch wartest, wenn du jetzt sagst, hey, das mache ich, wenn die Kinder groß sind, das mache ich, wenn ich mehr Geld auf dem Bankkonto habe, das mache ich, wenn ich in Rente bin oder keine Ahnung was. Sorry, du kannst da auf der Straße lang gehen und ein Ziegelstein fällt irgendwo runter, ja, und dir auf den Kopf und das Thema ist vorbei. Und dann? Also nichts erreicht, ja. Und deswegen, es wird immer Risiken geben im Leben. Man muss sie abwägen, aber man muss vor allen Dingen auf sein Herz hören und man muss für sich entscheiden, was willst du erreichen, wo willst du hingehen. Und wenn du jetzt sagst, gut, das ist der Punkt, ja, du willst vorangehen, du willst was verändern, du willst nach vorne dich bewegen, dich und dein Business, ja, vor allen Dingen. Und endlich diesen ganzen alten Scheiß loslassen, dich sozusagen mal richtig auskotzen und wissen, wie du nach vorne kommen kannst, dann poste ich dir hier gleich einen Link, dann komm in meine kostenlose Mom-Power-Session. Da reden wir darüber, welche Hindernisse du hast, welche Probleme du lösen kannst und wie du sie lösen kannst. Ja, also wie du nach vorne läufst, mit welchen Mitteln du dein Business voranbringen kannst, was für Marketing-Maßnahmen heute Sinn machen. Ja, weil nicht alles macht Sinn. Ich sag's immer wieder, ja. Nicht alles macht Sinn. Und darüber zu reden, auf dein Business, da können wir schauen in der kostenlosen Mom-Power-Session. Bewirb dich um einen Termin, da gibt's ein Bewerbungsformular. Ja, dass wir dann auch wirklich ganz konkret über deine Probleme, über deine Themen reden können und nicht irgend so ein allgemeines Blabla, sondern ganz spezifisch für dich. Und dann schauen wir einfach, was deine nächsten Schritte sein können. Ja, und das mache entweder ich direkt, manchmal klappt's. Heute zum Beispiel mache ich das den ganzen Tag, ich freue mich schon riesig drauf. Oder meine Helga oder meine Susanne, meine Strategie-Coaches, die wirklich der Hammer sind, kann ich dir sagen, die wahnsinnig viel Input geben. Ich weiß das immer wieder. Und ja, wie gesagt, Link poste ich dir gleich und dann kann's losgehen. Also entscheide dich, auskotzen und loslegen oder eben weiter die Übelkeit pflegen. Ja? Und ich gehe jetzt mein großes Kind pflegen. Die mittlere hat sich aus Solidarität nämlich auch entschieden, noch dabei zu bleiben und ihm Gesellschaft zu leisten. Also habe ich heute volle Bude und ich freue mich schon drauf. Ne? Weil das immer sehr, sehr lustig ist bei uns zu Hause. Okay, dann, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns heute hören. Und ja, wünsche dir einen zauberhaften Start in die Woche. Tschüss!